2020 hätte er eine Chance gehabt, also ein bisschen wärmer. Also ihr seht, die das ist praktisch ein Teppich und das sind die Tage in der Richtung. Das ist Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Also da haben wir die Sundowner, die Dämmerstunden. Und in der Zeit können die Bienen auch ausfliegen. Tun sie natürlich nur, wenn es über, schauen wir mal, da 10 Grad hat, also da fliegen sie bereits. Und dann haben wir aber dieses Phänomen, dass wir da plötzlich solche Wettereinbrüche haben. Und 2019 war das ganz extrem. Da kann ich mich noch erinnern, da hat es also am 4., 5. geschneit, einen halben Meter Schnee hergeschmissen und dann war es 3 Wochen Scheißwetter. Also echtes Scheißwetter. Und die Bienen haben nicht fliegen können. Wenn ich da ungefähr reingehe, dann müssen die Bienen von da, weil sie ja schon voll im Brut, das sind volle Brutbretter, also von, so wie es Herr Wagner gezeigt hat, ganz tolle Brutbretter, die müssen auf Teufel komm raus da heizen und ich schätze den Energieverbrauch in den 3 Wochen, seien wir vorsichtig, dass sie da 10 Kilo verbrannt haben, das andere haben sie für die Lebensfunktionen und Aufzucht gebraucht. Und Vorschlag, und dabei dann schauen wir das mal auch mit der EU-Kommission Landwirtschaft sprechen, das wäre, wie es für Kühlschränke gibt, ich habe das so ähnlich gemacht wie für Kühlschränke, aber die haben wir dann zurückgeschrieben und gesagt, du hast mir die Ohren lang gezogen, das geht nicht, das ist unzulässig. Dann habe ich das grafisch abgeändert. Aber was immer noch geblieben sind dann diese Spitzeln, weil da sieht man also, da brauche ich, wenn ich einen, da ist der Bereich der Baumhöhle, U-Wert von 1 bis 0,5, da verheißen wir die Bienen circa zwischen 30 bis 40 Kilo Honig, da ist es entsprechend weniger, wenn ich das super passt. Und da können wir noch weiter zurückgehen, aber das, und er hat natürlich da Kochbeute, also weil das war das Stein aus Cadiz. Und wo die dann steht, das ist in Spanien, offensichtlich in El Escorial, dieses Buch, da hat Bücher geschrieben über die Landwirtschaft, sehr interessant. Und da würde ich sagen, ja, da hat es den Klimadeckel das Thema auch schon gegeben. Und wir haben einen Klimadeckel gemacht, der anders aussieht. Zuerst noch schnell zum Klimadeckel von Barré, der hat da seinen Klimadeckel, da hat er den Klimadeckel am Kopf, der funktioniert auch, weil er da die Haare dazwischen hat, da kann die Feuchtigkeit raus. Nicht klar ist, ob er da ein Sommerhabit oder ein Winterhabit anhat. Und also die Jahreszeit kann ich da nicht ablesen. Und der Klimadeckel von Barré funktioniert so, dass man da vielleicht schon ein bisschen dichter gestampft Holzwolle hineingibt, was aber umgekehrt den Nachteil hat, die durchfeuchtet auch und verliert an Dämmwert, aber als Entfeuchtungsmöglichkeit war das schon ein sensationeller Schritt. Und das ist an sich dasselbe Prinzip, nur dünner und flacher. Und wir haben ganz ein anderes, dass wir sagen, die Feuchtigkeit geht da rauf und hier habe ich einen Diffusionslayer. Das ist eine Wollmatte und da kann Feuchtigkeit da rüber und kann dann da über diese Randbereiche hinaus. Da ist das Ganze abgeschottet, also nicht geschiedet und da drinnen steckt eine Vakuumleinplatte. Die lässt gar keine Feuchtigkeit durch, damit ist der Taupunkt da irgendwo drin, kann aber kein Kondenswasser sich bilden, weil keine Feuchtigkeit dort hinkommt. Und das hat jetzt eben einen Dämmwert, als würde ich da so viel Holzwolle da oben aufbauen. Und das hat dann natürlich wieder einen Nachteil, weil wenn ich da so eine hohe Seite habe, habe ich auch einen Kältedruck sozusagen von der Seite, die sogenannte Flankendämmung. Und das ist da sehr nieder, also das spielt eine große Rolle. Und wenn ich das dann so schaffe, dass dass der Schott abschließt im Winter und in der Durchlenzungszeit mit dieser Kante und ein leichter Übergriff da ist, dann habe ich auch das Eckproblem weg
was der Job ja eindringlich beschrieben hat.